Gute und willkommen zurück bei Payday 2. Diesmal mit dem noch neuen Auftrag Go Bank. Den versuchen wir auch wieder im Stealth-Modus mit dabei. Wieder der bekloppte Jay. Und auch jetzt neu der Master mit seinem Ghost-Skill. Den brauchen wir. Ja, Schritt 1 in so einem Stealth-Job ist eigentlich immer die Planung. Deshalb erstmal hier ein bisschen rumschleichen, gucken, was es so gibt. Wachmänner zählen, Kameras auskundschaften. Und dann das Vorgehen planen. Ja, ich ja. Sehe eine Kamera. Einmal am Haupteingang und ein Wachmann. Richtig. Perfekt. Besser geht's ja gar nicht. Ja, die Kamera am Haupteingang, die würde ich wegmachen, wenn dann jemand anderes den Wachmann macht. Ja gut, dann kümmere ich mich um den Wachmann. Dann ist mein Pager auch aufgebraucht. Jo. Ja, das mit den Pagern ist so eine Sache. Also der Otto Normal. Kriminelle kann nur einen Pager von so einem Wachmann beantworten, mit Sicherheit. Der zweite ist schon ein Risiko. Man muss den Mastermind Skill Tree, den ich jetzt verfolge, muss man ausbilden, um dann letztendlich bis zu 4 Pagern zu beantworten. Das ist natürlich so ein Knackpunkt. Also wenn man da 3 Wachmänner umflocken muss, aber nur 2 Pager beantworten kann, dann kann das schon mal kritisch werden, die ganze Chose. Und dann glaubt einem die Vermittlung nicht und dann ist die ganze Geschichte gelaufen. Deswegen sollte man immer gucken, dass man Mastermind dabei hat und ein Ghost, der dann die Kadaver eintüten kann und die dann in der Mülltonne versenkt. Aus dem einfachen Grund, wenn man die Bank unter Kontrolle hat, laufen hier draußen immer noch Leute rum. Und wenn die natürlich irgendwas rumliegen sehen, dann werden sie misstrauisch und das Ganze wird dann auch wieder recht schnell kritisch. Hands up, head down. Get down. Oh, Master, hast du gerade den Wachmann? Ja, der Manager. Okay. Fesseln, die humane Art. Komisch. Ja, manchmal hat man Glück im Leben. Master, bleib bloß da in der Nähe, nicht, dass der Wachmann da jetzt hinterlatscht. Weil den sehe ich gerade nicht. Also doch. Ich sehe ihn, der steht hinter der Theke. Ja. Wegen mir können wir. Gut. Bevor wir jetzt groß Zeit verschwenden. Ja, ich bleib in der Nähe vom Telefon. Master macht wieder die Tür. Die Kamera weg, ich spiel rein, ja? Jawohl. Aber los. Hallo Freunde. Kamera ausgeschaltet. Mach mal am Boden. Ich hab den Pager. Was? Ja, ist raus. Ich bleib in der Nähe vom Telefon. Wir haben ein paar Zeichen rausgezeichnet. Was ihr jetzt gesehen habt, hat mich wieder als makellosen Psychopathen qualifiziert. Das Problem mit den Zivilisten ist, wenn die lauter Fragezeichen über dem Kopf haben und gefesselt sind, dann geht das auch nicht weg. Und das ist sehr irritierend. Das heißt, wir kriegen es nicht mit, wenn irgendwo ein anderes Fragezeichen auftaucht, was suboptimal ist. Wasser, die Keycard. Außerdem kann man die Typen jetzt eintüten und irgendwo verstecken, was auch nochmal ein Vorteil ist. Da scheißt man dann halt auf die paar tausend Dollar. Davon haben wir sowieso genug. Wir wollen das Ding ja wirklich auf Stealth schaffen. Und uns das Ganze jetzt nicht von so ein paar Fragezeichen versauen lassen. Oder weil ein vorbeistromernder Zivilist da einen Gefesselten rumliegen sieht. Deswegen diese doch etwas, ja, rustikale Art und Weise, eine Bank zu überfallen. Habt ihr die zweite Keycard schon? Ach. Nee. Ja, denn. Jo, geht das Gesuche los. Gefunden. Okay. Alright, that's both keycards. Let's open the vault up. Also, ihr braucht 2 Keycards hier, um den Tresor aufzumachen. Aber die findet ihr eigentlich hier drin bei den Bankangestellten. Also, ihr müsst ja nicht unbedingt draußen suchen. Da gibt's sie zwar auch manchmal. Aber ich meine, ihr könnt ja eh nicht hier reinschleichen und mal eben schnell den Tresor aufmachen. Ihr müsst ja sowieso die Bank übernehmen, von daher. Der Master räumt gerade mit seinem Ghost-Skill noch die Geldautomaten aus oder hat es schon wieder gemacht, der Gierige. Das gibt auch nochmal gut Kohle. Wie viel ist da drin in so einem Automaten? 28.000. Ja, da sagt man ja nicht nein, ne? So, Telefon! Oh. Barney is not available right now. Can I take a message? Yeah, tell him his ass is on the line if he isn't available for the regular time lock check-in. Right. He got called into a meeting with a big account. He's doing a great job.
So. Na gut, da wären wir wieder. Gut, das war die Sicherheitsfirma. Die schicken jetzt hier eine Karre vorbei. Und wollen sich das ansehen. Problem, wieder zwei Pager. Da lohnt sich schon wieder der Mastermind. Und wir werden jetzt gucken, von wo die kommen. Master, guckst du hier die Straße runter nach rechts? Oder wo du von dir aus gesehen links? Ja. Okay, schon weg. Ich sitze hier vor der Werkstatt. Der kommt von auf deiner Seite, Hügi. Wir haben hier ein Fahrzeugzeichen. Mach weg, Jay. 130. Erwischt. Ich hab den auf der rechten Seite. Das Telefon dürft ihr während des ganzen Jobs nicht vergessen. Das wird immer wieder klingeln. Und wenn ihr das verpasst, dann war's das. Master, rechte Seite. Von dir aus. Master, da liegt noch einer in der Karre. Den musst du auch mal wegmachen. Ja, beide. Mach es weg! So, 40 Sekunden. Also ihr seht, wenn ihr die Bank übernommen habt und draußen ein bisschen die Straße kontrolliert, zusätzlich noch auf das Telefon Acht gebt und wisst, dass da irgendwann mal so Security-Typen vorbeikommen, dann ist das eigentlich ein sicheres Ding, die ganze Kiste. Wenn ihr viel Glück habt, fragt die Tuse irgendwie nach einem Sicherheitscode, den unser Mann hier in der Vermittlung natürlich nicht weiß, und dann müsst ihr hier die Akten danach durchsuchen. Dann schicken die irgendwann nochmal eine Streife vorbei, aber das sind dann normale Polizisten, die haben keinen Pager. Oh. Was ist? Good afternoon. My name is Randall. I'll be helping you today. Wichtig, dass er die Namen wechselt. Scheiße. Okay. Fuck. Ich hol eine Tasche und schmeiß mir dem was hin, wa? Ja, das hatten wir auch noch nicht, dass da jemand Geld von uns will. Jay, machst du es dann? Oder ja, legst du es? Ja. Ja. Yellow Wall. Boah, den würde ich ja gerne mal besuchen fahren irgendwann. Diese also, scheiß Drecksmusik. Okay, ist weg. So, und jetzt machen wir unsere Lieblingsbeschäftigung, Safes ausräumen. Und gierig. Si, si, Consuela, si, si. Consuela, need to talk to somebody. Si, si, senor. Oh, es sieht so schön aus, Jay. Ja, es lohnt sich hier auf jeden Fall. Ja, die Schwierigkeit ist normal. Ich habe eben nochmal nachgeguckt, bevor wir gestartet haben. Wobei, auf Overkill und so weiter, das gibt sich nicht viel. Wenn ihr auf Stealth probiert, dann habt ihr da keine großen Schwankungen, was die Schwierigkeit betrifft. Die Kamera ist natürlich anders und eventuell die Wachmänner, aber da braucht man schon den vierten Mann mit Mastermind wieder. This is Captain Rogers of Precinct 8. Gensec have raised a concern regarding some suspicious activity. I'm sending officers over, just as a precaution. Ah, scheiße. Das ist ja kein Problem, die können wir einfach wegmachen. So, das ist der Fall, dass die Cops kommen. Master, guckst du wieder rechts? Also links von dir aus gesehen. Oder hast du sie schon? Ich warte mit Flexen mal eben, dass ich hier nicht so viel Krach mache. Das ist auch wichtig. Also Flexen ist relativ laut. Ja, wo sind die Macker? Hoffentlich kommen die jetzt nicht irgendwie hinten rein oder so. Ich guck mal am besten hinten. Oh, gehst du ran? Jo. So stumpf. This is the bank! Auf den gleichen Weg.
wie letztes Mal. How much? Bei dem guten Opa. Ich nehme links, ganz links. Okay. Ich schieße einfach auf alles und los. Okay. Mach es weg, Master. Ich gehe wieder flexen. Schon dabei. Jay hat natürlich zwei von den großen Munitionsbeuteln dabei. Der Vorteil ist, wenn man wirklich auf Stealth geht, dann kann man die komplett für die Flex benutzen und auch in kürzester Zeit alles aufflexen, weil die Flex verbraucht ja Munition wie Hulle. So, alles offen. Ich räume jetzt den Kleinkram weg und dann können wir los. Hey, I'm having trouble with my account on the computer. Do I internet? Internet? What is this? Das ist für uns alle Neuland. Ja, Jay, ich helfe dir mal schnell packen. Ja. Ich krieg gerade einen Haken. Das lohnt sich hier. Ja, wir haben denselben gegriffen. Das war's, wa? Jo, raus hier. Hey, Schleuder. Ich geh zum Telefon. Hollywood! User joined your channel. Psst. My name is Randall. I'll be helping you today. Is it up aufnehmen? This is Captain Rogers again. Look, the officers I dispatched are not responding. Is there a problem? Oh. Jetzt aber dapper. The radios aren't working. Sunspot activity. Son, I'm giving you 3 minutes to get them on this phone, or I'm booking you for wasting police time. Oh. Dann mach ich's. Come on, guys, hustle it. You need to move fast to pull this off. Und rinn damit. Abmarsch! Yeehaw! Nice. Ein perfekter Run, würde ich sagen. Ja, das gibt ordentlich Kohle. So ein kleines Ding, 100.000 eben kassiert. Nicht schlecht. Nur Erfahrung ist natürlich ein bisschen mau, ne? Ja, gut. Ah, Muster. Was ein Glück. So, das war GoBank auf Stealth. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr mehr Wünsche habt, mehr Vorschläge, dann einfach in die Kommentare. Beschimpfungen sind auch immer gerne gesehen. Wenn ihr ein attraktives Mädel seid, dann auch die Handynummer, ist auch okay. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part. Bis denne.